Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. In letzter Zeit haben mir sehr viele Leute Fotos geschickt aus ihrem Wohnzimmer, wenn sie die Videos gucken. Ich grüße euch im Wohnzimmer. Vielleicht könnt ihr das kurz, ihr verlinkt, ihr macht einen Screenshot von diesem Foto, von diesem Bild auf eurem Fernseher jetzt. So, pass auf. Hey, 60 Minuten live. Nee, heute nicht. Heute nicht? Nee. Los. Hör auf. Von dem Bild hier. Und dann verlinkt ihr mich auf Instagram, dann sehe ich nämlich, wie viele das wirklich gucken auf dem Fernseher. Also ich mache ein Foto von dem Fernseher, also von einem Wohnzimmer und Fernseher so, und dann sehe ich das. Ich finde es lustig. Weil ich gucke immer nur auf dem Handy oder auf dem Rechner. Ich habe noch nie auf dem Fernseher YouTube geguckt. Was machen wohl anscheinend viele? Nein. Ja, ich auch. Aber wie, hast du eine App auf dem Fernseher dann? Oder wie? Nee, ich habe so ein Chromecast, dann kann ich das von meinem Handy direkt auf den Fernseher schmeißen. Aber ist das Eintippen nicht von, ach so, das hast du. Das heißt, du gibst es trotzdem mit dem Handy ein und dann, das ist natürlich cool. Weil das Eintippen von einem YouTube-Suchbegriff in diesem Buchstabenfenster, das ist ja zum Kotzen, Alter. Meine Fernbedienung hat eine Tastatur hinten drauf. Ja, das ist ein super alter Fernseher. Welche Marke ist das? Philips. Philips. Ich wollte sogar Philips wirklich sagen. Ohne Ambilight ist für mich ohne mich. Ach, das Ambilight sogar? Ja, das Ding ist von 2016 oder sowas, aber... Das ist jetzt nicht so alt. Mein Fernseher ist auch von 2016. Mein Fernseher ist schon ziemlich alt. Meiner ist auch von 2016. Ja, okay. Auf jeden Fall, wir fahren heute Subaru und wir haben uns überlegt, weil, also ich erkläre euch einfach, wie es läuft. Hallo! Also, pass auf. Wir wollten eigentlich auf die Lassie See, aber Wetter nicht ganz so geil. Dann war Wetter wie heute eigentlich okay. Das sieht man gar nicht so viel. Und dann sagen wir, dass ich sehe, ja, heute geht nicht. Dann haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt auf den Prüfstand und wollen den messen. Aber jetzt sagen die alle, oh, JP, was ist hier für ein Scheiß? Du kannst ihn doch gar nicht messen, denn du hast doch gar keinen Allradprüfstand. Haben die Wörter raus, ne? Wenn wir richtig gut sind, ist es hier in meiner Hand. Da ist es doch. Dass wir zum Herrn Degenhardt fahren, der weiß aber noch gar nichts von seinem Glück. Nada. Den rufen wir jetzt einmal an und werden gucken, wie der reagiert. Ich weiß nicht, wie der reagiert, wenn er gar nicht weiß. Duvel. Komm, geh durch hier. Quatsch, ey. Was ist hier los, Herr Degenhardt? Ja, dann bleibt ja nichts übrig, ne? Müssen einfach vorbeifahren. Wir satteln die roten Nummern und zischen und blubbern und... Wie machen sie überhaupt? Es blubbert noch nicht. Noch nicht. Blubbert. Es rumbled? Auch noch nicht, ne? Es rumbled auch noch nicht. Mm-mm. Ist eh wutlos, können wir machen. Oh, deine Mutter. Guten Tag. Guten Tag, du hast angerufen. Ja, sind Sie in der Firma? Ich bin in der Firma, klar. Okay, können wir vorbeikommen? Komm rum. Ist dein Prüfstand auch in Funktion? Und der kann ja auch Allradmessung machen, ne? Der kann Allrad. Können wir rumkommen, eine Allradmessung machen? Aber nur, wenn du Leistung hast. Natürlich! Nee, ist keine Leistung. Hey. Nein, das ist keine Leistung. Nee, ist nicht richtig Leistung. Aber schon doch. Ist okay Leistung. Bin ich, also muss man saugen oder wird er gepustet? Nee, der wird schon gepustet, aber... Doch, er wird gepustet. 280 geile PS. Hat er nicht, das werden wir sehen. Lüge, Lüge, Lüge. Große Fresse wieder hier. Nee, ich wette mit dir, dass der mehr als 280 PS hat auf dem Blatt. Nee, hat er nicht. Hier, der spinnt. Er spinnt. Haben wir heute weniger Aufguss oder? Haben wir heute hier finnische Sonne? Ja, fehlen jetzt für die Banya fehlen jetzt noch diese Birkenzweige so. Mit dem die auf. Hier weiß ich nicht. Ich glaube, die sind vielleicht beim Fabi. Nee. Ich nehme die hier. Okay. Hi! Hi! Lange nicht mehr hier gewesen, ne? Und sonst so? Und trotzdem nicht erkannt. Ja, alles prima. Aha. Und sonst so? Wow! Wow! Danke! Warte, nimm mich mit. Ich freue mich drauf. Das ist die Wirkung von diesem Kfz. Ich muss einmal kurz hier oder da, ist egal. Alter. Ich hol was und du fährst mit dem, Alter. Okay. Komm, Niklas! Ich hab gehört, du bist auch Subaru-Fan. Hast du gehört? Ach, Navi ist auch noch aufgefahren. Ja, wir sind hier im Hafen von Tokio, siehst du? Er ist da vor uns, das Becken. Ist das nicht auch derselbe, den Flo hatte? Nee, der ist der coolere. Du Flügel.
Das Problem ist nur das Pech, der Wagen ist gerade kalt. Das ist nicht schlimm, der Tag war sowieso schon scheiße also, genug. Was hast du denn schon wieder für eine Scheiße erlebt? Ich habe überhaupt keine Scheiße erlebt. Erstmal erklär erstmal, wer du überhaupt bist. Hallo, ich bin Niklas. Ich bin neu hier. Ich bin ein Alles. Ich weiß es nicht. Ja, ne? Ich bin ein Alles. Du bist wirklich ein Alles. Ich bin eingestellt worden für Versand, Logistik. Ich habe schon Autos zur EMS getrailert und zurück und zur Lassisee. Und ich soll dem Mike helfen. Was bis jetzt dabei geblieben ist, war Hornbach fahren. Und da haben wir auch das Limit schon ausgereizt. Und da war dann auch schon Ende. Wie ist denn heute passiert? Ich bin ja gerade dabei, das ganze Büro unten auszunehmen. Falsche Fenster. Mahlzeit. Frohes Neues, mein Junge! Genau, frohes Neues. Geht's dir gut? Alles gut soweit. Okay. Wir wollten nur einmal hier über den Hof haben, ob alles okay ist. Burn kannst alles. Nein. Mir, ob alles hier noch passt. Passt aber. Das ist ein Nachbar, wie ich mir lobe, ne? Kannst hier burn, kannst hier alles. Wie macht man denn eigentlich hier? Kann man die gar nicht, muss man die gar nicht ausmachen, die Traktion, sonst kommt man? Nein, ne? Der hat gar keine separate, oder? Das sind keine Knöpfe, nein. Nee, ne? Ja, ich bin ja gerade mein Büro am komplett renovieren und dementsprechend habe ich gestern den PC und alles abgestöpselt, weil ich gestern dann noch alle Aufträge abgearbeitet hatte, die reingekommen sind. Und heute wollte ich dann weitermachen im Büro bis, sag mal, 11 Uhr, 12 Uhr und dann wollte ich PC wieder anschließen, weil ich bis dahin fertig gewesen wäre. Dann kam Julian runter und sagte, ich soll auch mithelfen im Museum den Kram ausbaden. Da war der Pult schon wieder am Pumpen bei dir. Nee, es gibt nämlich eine lustige Sache, die über Niklas zu erzählen ist. Nein, die ist überhaupt nicht lustig. Du bist ja bekannt dafür, ganz ruhiger Typ zu sein, so, ne? Super ruhiger Typ. Ausgeglichen? Völlig ausgeglichen. Und da kommen auch nie Situationen, wo man... Bitte, nimm die Kamera weg. Hast du das mitbekommen, dass er mich heute Morgen schon angetrötet hat? Hat er mir direkt geschickt von der Stolz. Fuck dich ins Knie, Junge. Was soll die Scheiße? Delfine! Ich wurde morgen fast eingeschissen, Alter. Nee, das Ding ist, was aber wirklich beeindruckend ist, wir haben eigentlich fest damit gerechnet, wenn du in den Videos zu sehen bist, eigentlich, dass durchgehend Delfine zu hören sind. Aber du benimmst dich gerade sehr. Musst du nicht. Wir können das eigentlich auch immer retten. Sei wie du wirklich bist. Lass es raus. Lass mich in Ruhe. Das ist scheiße, Alter. Das mit Flo ist eine ganz gute Nummer. Außerdem habe ich dir gerade gesagt, dass wir keine Freunde mehr sind, Junge. Ich laufe die Scheiße mit meiner Brille, Alter. Du kannst dir einen aussuchen, weil schnelles Auto ohne schnelle Brille läuft da gar nichts. Ja. Niklas, bist ein geiler Typ, bist später Tüss, ne? Mir kommt wieder der Gedanke in den Kopf, wenn die Polizei uns sieht, dann sage ich, ich versteh's. Nee, ich versteh's. Jetzt hat er auf jeden Fall über 280 PS. Ganz, ganz locker. Aber der Niklas gibt sich doch so viel Mühe, der ist so ruhig, weißt du? Also Leute, der kann ganz anders. Der kann auch von mir anders, da ist er richtig auf Zündung. Ja, schon schnell, ja, aber ist auch kurz übersetzt, ne? Das kann täuschen. Also, du sagst 280 PS, ne? Ich sag über 280 PS. Über? Ja. Hallo! Heißt? Du hast 290. Das ist schon viel. Ja. Und was haben wir denn nochmal gewettet? Noch gar nichts, glaube ich. Dann müssen wir jetzt so einen Einsatz wohl aus... Machen. Klüsern. Wie heißt das? Klamüsern. Ja, ich überlege gerade, ob wir noch tanken vorher ein bisschen was von dem guten Zeug. Nee, wir lassen das so. Nee, also, 100 Oktan Japan, ne? Wie? Japan ist Gutsprit. Ne? Ja? Wenn ich das richtig weiß. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen irre. Aber ich meine. Ich meine, die haben Gutsprit. Ja, okay, krass. Oh, also. Ich sage, der hat 200. Ich hatte ja 275 PS. Okay, dann steht das. Die Dame? Ich liebe Europa. Ne? Was ist denn hier los? Geht so nicht weiter. Ja. Die Scheiße mit dem auf dem Boden kacken. Boah, in der... Boah, mein Nachbar? Nee, am Ostwallpark, da gibt es eine Straße, die runterführt zu Al-Afanli. Ja. Und da ist immer Scheiße an der Wand, nebeneinander. Die kacken da an die Wand dran. Menschenkacke. Was hältst du davon, wenn wir uns einfach auf die Lauer legen? Es gibt den, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber es gibt den Kaiserstraßenscheißer, von dem habe ich schon mal erzählt, ne? Also es gibt den Kaiserstraßenscheißer, der die Wände auf der Kaiserstraße immer mit AA, mit Pupu beschmiert. Den gab es ja früher auch in der Bahn. In der U47 war auch immer einer, der auf die Scheiben geteckt hat mit Kacke. U47, Westerfilde Applerbeck. Richtig, Apple Beach. Yeah. Das ist die gute Bahn. Westside Field. Westside? Ein bisschen rumpelt da schon, ne? Habe ich Marco gesagt, mit was wir kommen? Nein, ne? Nee. Dead-Einsatz. Achso.
Weiß ich nicht, musst du sagen. Weil es ist schwer für dich, was zu suchen, was du auch wirklich gut findest. Ehrlich, ist nicht einfach. Ich habe einen Polenböller. Wir machen einen Eimer über den Polenböller und der sitzt sich auf den Eimer. Nein. Eine Woche zur Arbeit laufen. Im Sommer ja, aber im Winter nein. Obwohl wir wohnen, glaube ich, ziemlich identisch weit weg, ne? Obwohl ich glaube, ich wohne einen Tick näher. Dann fährst du mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Ja, okay. Okay. Und wenn ich verliere, dann fahre ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Ist das ein cooles Auto oder ist das ein cooles Auto? Schnelles Auto, schnelle Brillen. Ich glaube, da wird mehr Auftrieb wie Power dran. Siehst du? Nein. So, was denkst du, wie viel Power hat das? Bin ich 280? Ja. Ist der Serie komplett? Ja. Ich sag, er macht seine Leistung nicht. Ich auch nicht! Ha! Ich sag, der macht drüber. Ich sag, ist so. Alles klar. 250, wenn es gut läuft. Oh nee. Mit dem höchsten Widerstand auf dem Ding. Wir testen das, werden wir gleich sehen, ne? Ich hab so ein Auto immer umschlossen. Finde ich voll optisch, ist das voll der Knaller. Sag ich auch ganz ehrlich, optisch finde ich die Dinger bombengeil. Aber erstmal klingen die so, als ob immer einer fehlt. Die hören der nicht. Das liegt am Krümmer, weil das ist ein besonderer. Weil er blau ist? Nein, weil es ein 2 Liter ist. Was sind die anderen? 2,5. Und das ist und das, der, was... Der ist jetzt gleich langer Krümmer und deswegen hört er sich nicht so an, als würde was fehlen. Aber das ist doch der Nachfolger von diesem, wie heißt es, Bubble-Eye? Genau, wir haben hier Hawkeye. Das ist der schön ist. So. Das ist der schön ist! Ich bin ja fürs Ältere. Aber ich hätte ja, aber ganz alt dann. Genau, vor GTA, dem. Ja, das ist vor geil. Vor dem. Aber das kann man nicht mehr bezahlen. Ja, und das nächste Problem ist, da habe ich keine Ahnung von, weil das hört sich, für mich hört sich das an, als wäre jetzt noch einer fehlt. Wir auch nicht. Also wir sind schon mal zu zweit. Der tut so? Nee, ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich finde es nur geil. Okay, cool. Geil finde ich es auch. Ja. Okay, wir schneiden den mal drauf und dann gucken, was kommt. Er sagt 200 und... Ich sag über 280. Ich sag 285 bis 290. Ich sag 275. Ja. Ich sag sogar weniger, 265. Du sagst 265. Das ist ein Japan-Lachs, ne? Ja. In Japan fahren die nämlich nicht mit viel Gas, sondern ich glaube, die cruisen immer eher so in der Stadt rum. Ne? Das stimmt, aber der geht. Hast du Ultimate hier rumstehen irgendwo? Ja, wir können ja im Tanken fahren, aber da ist ja noch Sprit drin. Wir haben Ultimate hier, ne? Wir haben ja noch getankt schon mal. Aber nicht mit Ultimate, oder? Ah, machst du also auf Sparflamme tanken. Nee, wir haben den an der Jet getankt. Ja, aber Super Plus haben wir getankt. Ultimate, ja, macht Ultimate ist ja was anderes. Aber wenn der Serie ist, zieht er ja keine Zündung. Komm. Die Ausreden werden gesucht. Ne? Ja. Okay, let's go. Langer Radstand, ne? Aber der Radstand ist gar nicht so kurz, ne? Oder fahr ich vorher drauf? Nee, Porsche 924 Kilometer. Der Porsche 924 war vorne und hinten in der Rolle drin. Also der Radstand, den wir jetzt verstellt haben, war der offizielle Radstand. Oh, krass. Porsche 924 Turbo. Knacken wir die Leistung mit dem? Ja. Ja. Erstmal muss ich sagen, Kompliment an den Dinger. Das ist echt ein geiler Prüfstand. Und Kompliment für dich. Heute ist kalt, das ist gut für dich. Wie viele Gänge? 6 gehe ich von aus. 6, ja. Das Auto, wir müssten den so messen, wahrscheinlich in der 3 oder in der 4, weil der ist noch auf 180 begrenzt. Ah. Der Reifen kann auch nicht mehr, der darf nur 160, deswegen guckte ich gerade. Cool. Tatsächlich, 160. Aber wir fahren ja nicht schneller als 180, weil der ist ja abgelegt. Ich auch im Winterreifen. Ja, wir haben ja auch Winter, ist kalt, ne? Ja, und wir waren schon ganz schön fix unterwegs. Hat ihr im Winter Urlaub oder warum? Nee, das. Warum hast du deine Brille eigentlich nicht auf, du Pisser? Ja, weil ich sonst nicht sehen kann hier drin. Ja. Nee, also immer wenn wir Subaru fahren, muss man auch Subaru-fahrermäßig aussehen. Energy Drink ist drin und mein Vapor, der ist leer, Akku ist gerade leer. Wen sein Projekt ist das jetzt? Ist das euer Projektauto oder? Ich hab's für ihn gemacht. Aber es ist meiner. Gibt's da auch noch mehr Kachasalle? Also ja, ist das jetzt da, kommt. Da wird was gemacht. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Du sitzt auf der falschen Seite. Was suchst du? Diese Ladeluftkühler-Spray-Funktion. Water Spray Auto? Gedrückt. Also, ja, okay. Wo so kalt ist. So, du sagst, das Auto ist begrenzt bei einer gewissen Drehzahl, bei einer Geschwindigkeit, ne? Ich bin noch nie bis dahin gefahren, aber der müsste bei 180 begrenzt sein, ja. Seid ihr jetzt offen gemacht, ne? Der ist komplett Serie.
Ich weiß nicht, was sie so an Verlust haben. Ich weiß gar nicht, wie gut der Allradantrieb ist. Er müsste eine hohe Verlustleistung haben. Gedreht haben wir bis 7000, das passt. 307 PS, 409 Newtonmeter. Soll ich mal einen anderen Gang messen? Das wär, dreht der, dreht, weil bei 7000 ist da schon der Begrenzer. Ja, mach mal. Ich messe mal jetzt nächste. Der 4. Messen jetzt mal in der 4, dafür muss ich wieder einen Warmlauf. Und dann neu einstellen, ne? Genau, da muss ich das neu synchronisieren. Das ist jetzt vierte Gang, da haben wir natürlich wahrscheinlich mehr Radleistung, aber weniger Verluste. Aus, ne? Aber beide, aber wir liegen beide unter der Leistungsangabe, ne? Guck dir das an, der sieht aus wie gemalt. Krass, ne? Ich mach mal Lüfter aus. Ja. Wer ist der Coolste hier? Du nicht. Wir lagen beide falsch. Boah, leck mich Arsch, richtig geil. Ist krass. Aber die Frage ist, ob er seriös. Mit dem Lagerdruck, den er hat, sagt zumindest der Typ, der die Software schreibt. Wie viel mehr Lagerdruck soll ich nur noch kriegen damit Software? Ja, warte ab. Hätte ich nicht gedacht. Also wir haben 295,36 PS. Ah, hast du Bock auf Fahrradfahren? Also wir haben erst im fünften gemessen. Gang gemessen und da gucken wir mal Speed. 184. Bei 184 ist Ende. Also 184. Wir haben 200 noch was im Tacho gesehen. Und da dachte ich erst, er sei nicht abgeregelt, aber er ist. Den hat er auch keine Software. Ja, richtig. Ja, komm. Aber guck mal hier und dem. und im vierten. Da bin ich kein Dörfer mehr. Im vierten Gang bin ich bei 165 gefahren. Auch wie geil das ja, Leistungsdiagramm aussieht. Es ist ja nutzbar, wirklich nutzbar von 4,5 bis 8000. Ja, guck mal, hier ist voll bei 3,8. Also ich sag mal, bei 3,8 kann sagen, ist er voll drin. Mhm. So, und dann zieht der durch. Nee, ja, Drehung, aber guck mal, PS, also wirklich fahrbare Rennstrecke, du bist irgendwo am Rumpeitschen, dann Leistung. Dann bist du bei 5000 dabei. Ja, genau, dann bist du voll dabei. Aber das Drehmoment nimmst du ja bei 4000 noch mit hier. Das kannst du ja sogar noch mitnehmen. Also das ist krass. Und er hält bis oben hin fest, wirklich bis 8000. Also bei 7,7 haben wir immer noch 290 PS an. Und es macht ja auch keiner Software für 15 PS. Ne? Mach zu, lieber. Okay, vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Scheiße, kann ich mir jetzt anhören, ne? Die kann ich mir jetzt Jahre anhören. Jahre! Kann ich mir die Scheiße jetzt anhören. Weißt du, was er vorhin noch gesagt hat? Wo ich meinte. Was hast du noch gesagt? Hm? Noch ist es ein Evo? So Evo der noch. Ist auch kein Subaru. Weil er gesagt hat, er rumbelt noch nicht und habe ich gesagt, er Evo noch. Ich finde es auch mal interessant. Schaut mal so ein Auto jetzt zu sehen. Ja. Ist auch geil. Ich lade dich zu uns ein für die Videoserie. Ja, geil. Ja, super, ne? Nee, aber es ist geil. Messen können wir den ja so nicht. 100, 200, da geht nichts. Okay, ja, dann fahren wir mal zurück. Freust du dich? Ja. Bis gleich. Dieses Video ist ein großes Problem für meine Zukunft. Nee, ernsthaft? Ach, wunderbar. Hi, Herr. Weil man jetzt einfach weiß, dass dieser Typ neben mir, der so genauso bescheuert aussieht wie ich, einfach von jetzt an einfach ein Riesenproblem darstellen wird. Wie viel Leistung hat er gehabt? 295, ne? Ich will ja nicht sagen, ich hab's gesagt, aber. Ja, hast du aber gesagt. Was ist eigentlich mit dem Auto? Komm her. Du, der weiße Polski Fiat, der vorne steht, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir läuft, aber kann man den kaufen? Den kannst du kaufen. Und was kostet der? Reden wir gleich? Wenn du den haben willst für dich, also ich muss mein Geld wieder haben, das ist recht teuer, das Ding 5. Kann ich den Probe fahren? Ja. Okay, dann kommen wir die Tage rum und fahren den. Hm?
Komm einfach hoch, kannst du, mach ich die Schilder dran, oder bring deine Schilder mit mir, ist egal, kannst du machen. Und dann können wir ihn jetzt Probe fahren. Du kannst ihn auch jetzt Probe fahren, wenn du willst. Dann würden wir den jetzt Probe fahren. Dann komm ich gleich, hier ist eben schnell zwei Pappen, dann komm ich runter. Okay, bis gleich, wir bringen den Subaru. Nee, wir lassen ihn hier stehen. Ja, wir lassen ihn hier stehen, genau, bis gleich, tschüss. Mach es an den Bock. Nee, mach mal selber. Diesmal muss er aber nicht durchs Fenster einsteigen. Stimmt, beim letzten muss ich durchs Fenster einsteigen. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie du den startest. Dann starte mal. Was geht starten? Ja, warte mal. Noch kein 426 gefahren. Nee. Ich nehme ich auch nicht. So. Aber der Nachbar will es ja richtig aus dem Pornostudio hören. Das ist hoch. Das ist die Voll-Exklusiv-Ausstattung. Ja, okay, dann. Business. So, als erstes hast du hier unten zwei Hebel. Was könnten das sein? Choke. Das ist Choke, hast du gut erkannt. Was könnte der zweite Hebel sein? Pass auf, bist du bereit? Ja. Kein Gas? Der braucht ein bisschen, ist ja steinkalt. Pumpen wir zwar dreimal? Weil der ist mit Gasannahme, wenn der kalt ist, hat er gar keinen Bock. Muss erstmal Sprit nach vorne kommen von dem Rasenmäher da hinten. Warte. Ah, gib ihm einen Moment, du kennst das ja jetzt. Ist das geil? Ich find's jetzt schon geil. Das Problem ist, der braucht jetzt so ein paar Sekündchen, dann nimmt der gleich Gas an. Er ist ein Italiener. Also der kennt nur warmes Wetter. Den Anlass hat sogar in das Rad, ne? So fühlt sich das zumindest an. Hast du gemerkt, wenn er dann andreht, hätte er trotzdem den Hebel sogar zurück auf den Boden wieder. Für ganz besondere Menschen das Auto. Aber derjenige, der den gebaut hat, meinen größten Respekt, hat das in einer Garage gemacht, hat auch in der Garage lackiert. In Deutschland, ne? Hier in Deutschland. Ich finde, für einen Fiat 126 ist der gut. Aber sowas kann man auch auf Turbo aufladen dann, ne? Wollte ich machen, habe ich auch dazu gesagt. Ja, aber voll. Ich habe mit Flo noch nicht telefoniert zu dem Thema Turbo. Hättest du Bock auf sowas? Ja, klar. Das war mein erster Gedanke. Meiner damals in dem Video auch. Aber den Originalmotor. Ja, klar. Nein, nicht groß. Also geil wäre auch ein G6R-Motor, so ein Motorradmotor, aber das ist geil. Wenn den originalen Zweizylinder, druckfesten Vergaser und so einen Bader mal reinpumpen. Das sind ja verdichtet, so 8 oder was. Ja, bis die Köpfe da wegfliegen, sag ich mal, oder der Helikopter. Das Schlimme ist, du kriegst ja gut Teile dafür und es gab noch... Ja, das geht. Okay, komm, wir fahren mal runter. Ich hab zur Vorsicht meine GoPro hinten dran gemacht, ne? Aber Gasannahme ist jetzt ganz gut. Gekauft. Wie hoch wir sitzen, ne? Ich habe auch gerade versucht, den Sitz zu verstellen, aber irgendwie läuft das. Voll hoch. Oh, siehst du den Kopf? Für den Sommer? Für den Sommer ist, glaube ich, echt warm hier drin, wenn du so aufeinander hängst. Mhm. Digga. Ey, für 24 PS? Ich wollte gerade sagen. Ey, mal ohne Scheiß, ne? Das ist natürlich ein bisschen sehr wild hier. Guck mal, in den Filmen so. Ich feiere das ganz, ganz schlimm. Ich finde das gerade richtig geil, das Auto. Ich glaube, das ist, weil der so leicht ist, ne? Übersetzung, weil wir gerade zweite Gang waren, wir irgendwo bei 50 oder so, ne? Also kurz übersetzt, Gewicht. Wir beide haben jetzt auch wirklich nicht viel Gewicht. Nein. Ich Bock drauf. Und es hat alles TÜV, ne? Und es hat auch echt nicht viel Geld, ne? Nein. Ach, das sind die Drehzahlen wirklich? Nein, das sind keine 5000. Oder? Du kannst ganz normal im Straßenverkehr mitfahren, ne? Oder? Also du bist ja jetzt nicht irgendwie untermotorisiert. Guck mal hier, hallo! Ja, so Stadtverkehr. Aber das ist echt crazy hier. Guck mal bitte. Wie bremst das so? Vorsicht. Gut. Echt? Krass, den will ich nehmen. Oder? Ja. Soll ich machen? Ja. Nee. Der macht das nicht auf Kommando, der ist eigenwillig.
Niklas in dem Auto hier. Verdammte Scheiße! Mal lass ich sehen mit dem Ding. Finde ich, sollten wir probieren. Also hier müssen wir was modifizieren. Das ist die Frage, warum die Lenkung so blind ist. Weil wenn er den... Ist die Tür zu? Oh, die Tür ist gar nicht zu. Ah, jetzt. Ja, noch besser. Also ich finde das Auto richtig toll und ich werde dieses Auto kaufen. Ich muss nur mit Marco handeln noch ein bisschen. Und der Dachrahmen ist ja auch sexy, ne? Ist das die Sadomaso-Ausstattung? Ja, nix. So, wir haben jetzt was gemacht. Und wenn man das macht, kriegt man immer Ärger hier, ne? Aber in dem Auto hat jeder gerade gegrinst. Ich empfinde. Ich finde das so geil. Ohne Scheiß, ich empfinde den Durchstand jetzt. Ich finde das richtig gut. Hup mal. Aber die Hupe finde ich nicht so italienisch. No. Also die Ferrari-Hupe ist anders. Oh, oh. Ist traurig jetzt. Ja, mach mal Drehzahl. Geht das mit Drehzahl laut? Ja, siehst du? Wir haben gerade rausgefunden, die Hupe geht mit Drehzahl. Ja. Pass auf, wir demonstrieren es einmal. Okay? Bist du bereit? Wir müssen uns unterhalten. Worüber? Ich kenne den Turm. Wenn ich dabei war, wenn ich einmal mit dem Auto kaufen würde, wir müssen was reden. Worüber wollen wir reden? Also ich würde das Auto kaufen gerne. Ja. Aber ich hätte gerne, wenn Sie es noch haben, originale Scheinwerfer und gelbe Blinker. Das sind Rückleuchten. Ich meine, Scheinwerfer haben wir auch dabei bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo waren Scheinwerfer dabei. Ah, das sind die nicht ganz legalen Rückleuchten. Nee, die finde ich auch nicht gut. So und vorne hat er auch Rost, will ich auch nicht verheimlichen. Da ist eine Rostblase. Die habe ich nicht gesehen. Oh, Scheiße. Das macht man nicht, ne? Als Verkäufer, obwohl, ich weiß immer auf Mängel hin. Aber es sind ja Händlergeschäfte, B2B-Geschäfte nennen die sich und da gibt es keine Gewerbe. Ich gebe B2B-mäßig ein die Eier. B2B. Aber worauf willst du denn jetzt hinaus? Ich gucke, Scheinwerfer würde ich dir vielleicht organisiert bekommen. Und wenn Blinker? Ging das schon irgendwie hin? Ja, natürlich. Aber jetzt willst du ja auch Preis noch runter, ne? Ja, klar. Das ist ja schwächt, weil Blinker... Wir haben im Fernsehen haben wir schon oft Preise verhandelt. Ja, aber da kam es nicht zum Kauf, ne? Sag was. 5 war die Ausgangslage, ja. Aha. Mit TÜV, ohne TÜV. Das wäre so der Kumpelpreis. Also der normale Preis war, was wir den Kunden gesagt haben, waren 6. Aber mit Garantie und so. Halt Garantie auch nicht. Ja. Kein TÜV. Was packst du denn aus? Was ist denn da drin? Boah, 4,5. Ja. 4,5. Normalerweise würde der Händler jetzt sagen, 4,9. 4,5. Hey, guck mal. Aber wenn du bei Turbo-Umbau machst, ne? Ja, alles klar. Dann rufst du mich aber an. Dann will ich dabei sein und mitmachen. Ich will das auch als Turbo mal fahren. Dann hier am Prüfstand messen. Also was ich geil fände wäre, das finde ich vielleicht nicht so ganz geil. Meine Idee wäre wirklich den Motor lassen, Krümmer bauen, Lader drauf, Einspritzanlage frei programmieren. Ja, Mann. Das wird geil. Das wird geil. Tschüss.